Ganz genau, Walter Weber ist hier für die Betreuung und die Verpflichtung der Athleten zuständig und hat gestern vor Beginn des Meetings waghalsig den neuen Europarekord angekündigt. Walter, warum hat es am Ende doch nicht geklappt? Ja, vermutlich deshalb, weil sehr ungünstige Windverhältnisse doch geherrscht haben beim Speerwerfen. Dann habe ich festgestellt, dass Naffi ihre Anlauftechnik umgestellt hat. Das ist eine wesentlich riskantere Technik und es war einfach auch so, dass sie dreimal den Speer zu steil angestellt hat. Wie beurteilen Sie die Leistungen der Österreicher heute? Ist ja auch geschichtsträchtig. Absolut, die coole Leistung in unseren Ladies. Mit einem neuen U23-Rekord von der Sarah Lacker und der besten Platzierung einer Österreicherin jemals in Götzis. Gehen Sie davon aus, dass es jetzt noch einen kanadischen Rekord gibt oder ist das für Damien nur noch Formsache jetzt? Bei Damien ist es immer so, dass er in jedem Wettkampf auch am Schluss das Optimale herausholen will. Also er wird sicherlich alles geben beim 1500er. Danke, dann warten wir jetzt aufs große Finale. Dankeschön, Walter.